und herzlich willkommen. It's Yoga Time heute Abend mit mir. Ich bin die Carmen, wer mich noch nicht kennt. Wir brauchen heute ein paar Hilfsmittel. Am besten ein Yoga-Block. Geht genauso ein Buch oder dicke Decke, großes Handtuch falten ist auch okay. Und einen Yoga-Gurt, Bademantelgürtel oder Hundeleine, alles was ihr gerade so habt. Holt es euch, legt es euch bereit, weil wir heute, also den Gurt braucht man auf jeden Fall. Bevor wir noch beginnen, möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken für euer Feedback von den letzten Stunden. Tut so gut, wenn man Rückmeldungen von euch bekommt. Die Anna hat es weitergeleitet an mich. Entweder Daumen hoch oder kurz ein paar Sätze. War ganz lieb von euch und sage nochmal vielen Dank. Für uns als Trainer ist es nicht einfach, hier so ins gefühlte Nichts zu sprechen. Und ja, darum tut ein Feedback uns allen gut. Okay, seid ihr bereit? Wir beginnen. Wir beginnen im Schneidersitz. Hier jetzt schon deinen Block nehmen. Setz dich im Schneidersitz auf deinen Block. Setz dich aber nicht komplett drauf, sondern nur an die Kante. Rück dich zurecht, setz dich nur auf die Kante von deinem Block, damit dein Becken nach vorne geht. Richte dich ein oder roll auch nur die Matte zusammen, das geht auch, und dann, dass das Becken nach vorne geht. Leg deine Handflächen auf den Oberschenkeln ab, schließ kurz die Augen, komm an auf deiner Matte, komm an in deiner Zeit, die du dir jetzt genommen hast. Fokussiere deinen Atem. Beobachte mal deinen Atem, ob beim Einatmen die Schultern mitgehen. Wenn das so ist, versuch mit deinem Einatmen mehr in deinen Bauch zu atmen. Lass die Schulter ganz locker. Atme tief in deinen Bauch. Die Bauchdecke wölbt sich nach außen beim Einatmen und beim Ausatmen geht der Bauchnabel sanft nach innen oben Richtung Wirbelsäule. Noch ein tiefer Atemzug für dich. Freue dich auf deine Yogastunde jetzt. Öffne die Augen. Atme ein über die Seite. Atme aus, weiter Kreis mit den Armen, mit den Schultern nach hinten. Ein über die Seite. Aus, weiter Kreis. Mobilisiere deine Schulter. Ein und aus. Ein letztes Mal so. Atme ein. Und aus. Weiter Kreis. Sehr gut. Atme ein. Komm in Gebetshaltung. Atme aus. Führe dein Daumen zum Brustbein. Atme ein. Atme aus. Rotier zur Seite. Behalte Kontakt mit deinem Bein, mit deinem Daumen am Stern. Atme ein, komm zur Mitte. Atme aus, rotier auf die andere Seite. Noch dreimal. Ein zur Mitte. Aus. Lass die Schulter unten. Aus. Lass beide Sitzbeinhöcker auf deinem Block oder auf deiner Matte.
Dreh nur im Oberkörper. Und behalte den Kontakt vom Daumen am Brustbein. Und aus. Komm in die Mitte, atme ein über die Seite. Schließ die Hände, atme aus, runde dich. Jetzt schieb die Schulter nach vorne. Runde dich maximal. Einatmen nach oben. Ausrunde dich. Ein. Zieh dich in die Länge. Öffne dich. Ausatmen, runde. Noch zweimal. Ein. Und aus. Ein letztes Mal ein. Und aus. Öffne die Hände, nimm deinen Gurt, deinen Schal. Schal geht genauso. In beide Hände, streck die Hände auf Schulterhöhe und du merkst jetzt gleich, wie weit du auseinander musst. Auf jeden Fall breiter als die Schultern. Achte auf dein Handgelenk, knick es nicht ab, bleib in Verlängerung vom Arm mit deinem Handgelenk. Das Band ein bisschen auf Spannung, langer Rücken, Scheitel zieht zur Decke. Atme ein, bring die Arme nach oben, atme aus, komm tief. Und jetzt weißt du, bin ich zu kurz oder brauche ich noch etwas Band? Also nimm dir gern noch ein Stückchen Band. Einatmen nach oben, ausatmen nach vorne. Ein bisschen dynamisch. Ein und aus. Nach oben, aus, ein nach oben, aus, zurück, ein nach oben, aus, zurück. Für alle, die viel Schnee schippen mussten oder langlaufen waren, wunderbar für die Schulter. Wir machen es noch zweimal. Lass das Band auf Spannung. Ein und aus. Schenk dir ein Lächeln, dann ist die Halswirbelsäule entspannt. Ein nach oben, aus, zurück. Ein nach oben, aus, nach vorne. Sehr gut. Behalte dein Band so bei, auf Spannung. Achte auf deine Handgelenke. Wir kreisen senkrecht. Und hier ist es gewollt, dass sich der Arm und die Schläfe berühren. Senkrecht, waagrecht, senkrecht. Berührung Armschläfe nach vorne. Zieh einen weiten Kreis mit deinem Band. Berührung nach vorne. Weite Kreise. Sehr gut. Wir machen noch drei in diese Richtung. Deine Schulter dankt es dir. Glaub es mir. Ein letzter in diese Richtung. Bleib vorne. Wir wechseln die Seite. Senkrecht, waagrecht, senkrecht,
nach vorn. Senkrecht, waagrecht, senkrecht, nach vorn. Senkrecht, wieder zur Seite und nach vorn. Noch zweimal. Ein letzter. Sehr gut. Leg das Band ab. Atme ein über die Seite. Atme aus, neutralisiere die Wirbelsäule. Bleib hier für einen tiefen Atemzug. Atme ein zur Mitte. Wechsle die Seite. Atme ein, atme aus. Wir brauchen nochmal das Band. Wenn nötig, jetzt ist der rechte Fuß vorne. Wechsle, komm so ins Sitzen, dass der rechte Fuß vorne ist. Wenn der rechte Fuß vorne ist, nimmst du in die linke Hand deinen Gurt, dein Band. Streck den Arm nach oben. Linker Arm ist nach oben. Das lange Ende vom Band nimmst du nach hinten. Zieh dich in die Länge mit dem Arm. Zieh dich richtig in die Länge. Beim Ausatmen beug den Unterarm und bring deine Handfläche zwischen deine Schultern. Atme ein, bring den rechten Arm zur Seite. Atme aus, führe den rechten Arm an deine Taille. Siehst du hier meine Hand? Der rechte Ellbogen so nah wie möglich an die Taille. Und jetzt beugst du auch den rechten Unterarm und schließt die Hände oder greifst dir eben dein Band, das du ja in der linken Hand hältst. Bleib aufrecht und atme tief. Lass die Schultern unten. Jetzt bitte nicht rein stressen in diese Übung, nur damit man unbedingt zusammenkommt. Dafür hast du dein Hilfsmittel. Nimm dir einfach dein Band und gut ist es. Atme tief in deinen Bauch ein und aus und versuch einfach beim Ausatmen, wenn du das Band hast, mit den Fingerspitzen noch ein wenig mehr nach oben zu wandern. Aber lass die Schulter unten, den Kopf ganz locker, löse dein Kiefer und optimalerweise lächeln. Noch zwei tiefe Atemzüge. Gib immer wieder nach. Nicht reinstressen, bitte nicht. Wir haben hier keinen Wettbewerb. Wir wollen ja was Gutes tun. Beim nächsten Einatmen langsam lösen. Die Arme zur Seite. Mobilisiere ein wenig deine Schulter. Wechsle die Beine. Wir kommen gleich zur anderen Seite. Jetzt ist der linke Fuß vorne. Nimm deinen rechten Arm nach oben. Die Schulter bleibt unten. Beug den Arm und bring die Handfläche zwischen deine Schultern. Lass hier gerade. Nimm den linken Arm zur Seite. Führ ihn an der Taille entlang, dass du mit dem linken Ellbogen Kontakt zu deiner Taille hast. Und jetzt komm mit deinem
Handfläche nach oben. Greif die Finger oder dein Band. Bleib hier für 3 Atemzüge. Bleib in der Aufrichtung. Lass die Schulter ganz locker. Noch ein tiefer Atemzug. Langsam löse. Sehr gut. Du hast es geschafft mit dem Band. Leg dein Band auf die Seite, wir brauchen es nicht mehr. Komm runter von deinem Klotz, komm in den Vierfüßlerstand, leg aber deinen Block oder dein Buch, leg es dir parat. Komm in den Vierfüßlerstand, platziere deine Hände unter der Schulter. Stell dein rechtes Bein auf. Stell dein linkes Bein auf, komm in die Knie und schieb dich nach hinten, 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 hinten. Bleib unten mit dem Gesäß und erst jetzt streck deine Beine oder so weit es geht. Wir wärmen uns erst auf, sind jetzt lange gesessen. Komm in den hinabschauenden Hund, dehn dich noch ein wenig durch. Spreiz deine Finger auf, schieb dein Gewicht nach hinten. Mit jedem Ausatmen das Steißbein zur Decke. Spür jetzt mal rein, wie sich deine Achselhöhlen, deine Schultern dehnen lassen. Wir haben so gut vorgedehnt. Schieb dich zurück. Beim nächsten Einatmen heb dein rechtes Bein. Beim Ausatmen komm nach vorne, rechts, neben deine Hand. Stell das Bein auf. Setz den linken Knie ab. Erde deinen Fußrücken. Bring die linke Hand etwas mittig. Kontrolliere Knie über den Sprung. Die Hüfte geht tief. Vermeide es, dass du zu viel Druck auf deinem linken Knie hast. Vielleicht einfach die Matte einmal einschlagen. Beim nächsten Einatmen komm mit dem Arm nach oben. Dreh dich auf. Beim Ausatmen wieder zurück. Ein Länge nach oben. Dreh dich auf. Aus, zurück. Noch dreimal. Ein. Und aus. Ein. Große Kreise. Aus. Ein letztes Mal. Ein. Und aus. Nimm dir deinen Block, wie du ihn von der Höhe her brauchst. Wir werden die Unterarme ablegen. Entweder so, so, so oder vielleicht keinen. Leg deine Unterarme auf den Block. Lass den Rücken lang. Dein Brustbein strebt nach vorne oben. Gib bei jedem Ausatmen noch ein wenig mehr nach in deiner Hüfte.
konzentriere dich drauf. Atme tief und ruhig. Wenn es mit den Unterarmen gar nicht geht, auch kein Problem. Lass die Arme gestreckt und beug nur ein wenig die Ellbogen. Ist kein Thema. Mach es so, wie es für dich in Ordnung ist. Wie du dich wohlfühlst und auch Spaß hast. Halte noch für zwei Atemzüge. Nicht die Zähne zusammenbeißen, ganz locker dein Kiefer. Die Zunge liegt im Gaumen, Zungenspitze am Gaumen. Im nächsten Einatmen nimm den Block zur Seite. Stell deine Hände wieder unter den Schultern auf. Stell dein linkes Bein auf. Drück dich nach oben in den dreibeinigen Hund. Schieb dein Gewicht zurück. Lass den rechten Unterschenkel einfach fallen. Ganz locker, nichts festhalten. Beim nächsten Ausatmen öffne die Hüfte. Schau unter der rechten Achsel durch. Und öffne bei jedem Ausatmen immer mehr deine Hüfte. Bring dein Gewicht nach hinten. Das Knie strebt zur Decke. Der Unterschenkel ist ganz locker. Atme tief, tief in deinen Bauch. Noch zwei tiefe Atemzüge. Beim nächsten Einatmen streck dein Bein. Schließ die Hüfte wieder, zieh das Bein unter dir durch und leg es schräg vor dir ab. Dein linkes Bein strebt immer mehr nach hinten, der Fußrist liegt ab, Hüfte bleibt jetzt geschlossen. Wieder vermeide Druck auf dem linken Knie. Rück dir dein Bein so zurecht, dass es passt. Komm auf die Fingerkuppen. Atme ein, komm in die Länge. Öffne dich, langes Brustbein nach oben. Hüfte bleibt geschlossen zur kurzen Mattenseite. Beim Ausatmen deine Variante tief. Komm Schritt für Schritt tief. Vielleicht zuerst auf die Ellbogen, Unterarme. Nimm dir deinen Block, probier es mal wieder aus. Vielleicht willst du den Kopf so einfach ablegen. Wer mehr möchte, entweder Stirn auf die Hände oder die Arme nach vorne und ganz entspannt deine Stirn am Boden ablegen. Atme nun bewusst in die Körperteile, die am meisten festhalten und beim Ausatmen loslassen. Lass los in deiner rechten Gesäßhälfte. Lass los in deiner linken Hüfte. Hüftbeuge. Bleib hier noch für drei tiefe Atemzüge.
Entspann dein Kiefer, nicht die Zähne zusammenbeißen. Schenk dir ein Lächeln. Beim nächsten Einatmen platziere deine Hände unter der Schulter. Drück dich nach oben, stell das linke Bein ab und komm in den hinabschauenden Hund. Dehn dich kurz durch, mobilisiere deine Knie wieder. Das linke Bein und komm in einen Ausfallschritt. Dreh das rechte Bein an, die Ferse nach hinten, die Zehe nach vorne. Das Knie bleibt oberhalb vom Sprunggelenk. Nimm deine linke Hand nach innen. Beim Einatmen komm nach oben. Komm in den Krieger 2. Das rechte Bein, die Fußaußenkante schiebt in die Matte. Komm tief. Atme tief. Bring deine linke Handfläche zur Decke. Atme ein, zieh dich nach vorne, atme aus, komm tief. Öffne dich. Wer will, geht mit mir weiter. Ansonsten hältst du diese Position. Atme ein und bring deinen rechten Arm hinter deinen Rücken. An die linke Taille die Hand. Wir versuchen, dass sich die Hände schließen. Atme ein. Lass aber die Schulter geöffnet. Wenn es dann am Schluss so aussieht, bringt es nichts. Dann bleibst du lieber in dieser Position, okay? Wir haben so schön die Schulter vorgedehnt, dann lass sie jetzt auch offen. Atme tief ein. Beim Ausatmen greifst du unten durch und versuchst, deine Hände zu fassen. Probier es einfach aus. Wir halten für 3 Atemzüge. Lass die rechte Schulter offen, nicht nach unten. Bleib offen. Noch ein tiefer Atemzug. Löse die Hände, stütz dich ab, komm nach oben, dreh die Füße, Fußspitzen nach außen, schließ die Füße. Atme ein, atme aus, ein, Gebetshaltung, komm tief. Ich drehe mich nur, nicht weiter wie mattenbreit stehen. Komm tief, langer Rücken. Platziere deine Ellbogen am Knie und drück die Knie beiseite. Sehr gut. Halte hier. Wer will? Alles freiwillig heute, ups. Wer will, macht mit mir die Krähe oder den Kranich. Gibt es 2 Namen. Und ansonsten bleibst du in dieser Position. Du nimmst deine Hand
Hier hast du Kontakt. Du nimmst deine Handfläche auf den Boden, spreizt die Finger aus, damit du so groß wie möglich Auflagefläche hast. Und jetzt verlagere dein Gewicht nach vorne. Kontakt Ellbogen, Knie bleibt. Nach vorne, nach vorne. Heb vielleicht nur ein Bein, ist auch okay, und dann wechselst du. Oder beide Beine. Noch zwei Atemzüge. Komm zurück. Sehr gut. Hat's geklappt? Schon, oder? Wir kommen jetzt nach oben nur mit Kraft deiner Füße. Du drückst dich mit deinen Füßen nach oben, lass den Rücken lang, so gut es geht. Komm beim Einatmen nach oben, nimm die Hände nach oben, ausatmen. Zweimal, ein und aus, ein und aus, ein. Und aus. Komm an den Anfang deiner Matte. Atme ein. Atme aus. Komm tief. Schritt. Schritt. Hinabschauen nach oben. Wir wechseln die Seite. Atme ein. Linkes Bein nach oben. Atme aus. Entschuldigung, an die Außenkante deiner Matte. Leg das rechte Bein ab. Gerne vielleicht Matte, zack. Und schon ist das Knie gepolstert. Schütz dein Knie. Nimm die rechte Hand mittig auf Höhe der Schulter. Atme ein nach oben. Öffne dich, atme aus, nach vorne. Ein und aus. Ein. Aus. Noch zweimal. Ein und aus. Tief in den Bauch einatmen. Und aus. Nimm wieder deinen Block. So wie ihn. Also jetzt solltest du beide Seiten gleich machen. Wenn du ihn so aufgestellt hast oder so, dann machst du ihn ja auf dieser Seite gleich. Auch wenn es vielleicht leichter fällt auf dieser Seite, aber beide Seiten immer gleich trainieren. Bring die Ellbogen auf deinen Block. Und komm tief mit deinem Gesäß. Rechtes Knie bleibt oberhalb vom Sprunggelenk. Brustbein bleibt nach vorne ausgerichtet. Noch drei Atemzüge. Tief in den Bauch ein- und ausatmen. Wer die Ujjayi-Atmung kennt, stimmhaftes Atmen, bitte wende es an. Komm beim nächsten Einatmen nach oben. Den Block zur Seite. Stell das rechte Bein auf. Komm in den dreibeinigen Hund. Schieb das Bein nach hinten oben. Schieb dein Gewicht zurück. Lass den Unterschenkel fallen und öffne die Hüfte auf der anderen Seite. Das Knie strebt zur Decke, der Unterschenkel ganz locker. Und schau unter deiner linken Achsel durch.
noch 3 tiefe Atemzüge. Bei jedem Ausatmen noch ein wenig mehr öffnen. Einatmen, streck dein Bein, schließ die Hüfte, zieh das Bein unter dir durch, lege es schräg ab, lass die Hüfte geschlossen, schieb dein rechtes Bein nach hinten, erde deinen Fußrist, schieb das Bein so weit es geht nach hinten. Komm wieder auf deine Fingerkuppen, atme ein in die Länge. Atme aus, komm tief. Stück für Stück in deine Variante. Für 5 Atemzüge. Schließ mal die Augen, spür in dich hinein. Und lass los mit jedem tiefen Ausatemzug. Versuch loszulassen im Ausatmen. Nimm die Spannung raus. Entspann auch deinen Punkt zwischen deinen Augenbrauen, das dritte Auge. Atme noch einmal tief an und aus. Bring beim nächsten Einatmen deine Hände wieder unter die Schulter. Stell das rechte Bein ab. Komm in den hinabschauenden Hund. Dehn dich kurz durch. Atme ein, heb das rechte Bein. Atme aus, komm in den Ausfallschritt rechts. Ich drehe mich jetzt nicht, damit ihr die Übung auch von der Rückseite seht, okay? Auf der anderen Seite von vorne, jetzt von hinten. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Ja, Quatsch. Also, stell dein linkes Bein ein, dreh es ein, die Ferse schaut nach hinten, die Zehen nach vorne. Knie oberhalb vom Sprunggelenk. Komm nach oben. Krieger 2. Dreh dein rechtes Handfläche nach oben. Schieb dich nach vorne und komm tief. Halte hier oder komm im nächsten Ausatmen mit mir in die erweiterte Übung. Bring deine linke Hand an die Taille. Atme tief ein, lass die Schulter offen. Atme tief ein, beim Ausatmen greif unten durch. Und fass deine Hände. Lass die Schulter offen. Der Blick geht geradeaus. Nicht die Halswirbelsäule verrenken. Einfach Blick geradeaus. Bleib hier für 3 Atemzüge. Wenn es nicht geht, bitte, dann bleibst du in dieser Variante. Achte auf dich. Dein
nächsten Einatmen, nimm die Hände, beide Hände auf die Matte, dreh ein und komm noch einmal in den hinabschauenden Hund. Schieb dich nochmal zurück. Öffne die Achsel, lass den Kopf locker. Hände sind aufgefächert, Steißbein zieht zur Decke. Bleib hier nochmal für 2 Atemzüge. Genieß diese Position. Es ist auch eine Umkehrhaltung. Blut läuft ins Gehirn. Komm beim nächsten Einatmen über den Vierfüßlerstand zum Sitzen. Sitz dich auf. Greif unter deine Kniekehle und roll Wirbel für Wirbel nach unten. Leg die Füße ab. Leg dich satt auf deiner Matte ab. Der untere Rücken liegt am Boden. Wir machen noch ein wenig Bauchübungen. Deine Arme sind rechts und links vom Körper. Pointe deinen rechten Fuß. Komm gepointet langsam im Einatmen senkrecht nach oben. Flex den Fuß und komm geflext mit dem Ausatmen nach unten. Leg die Ferse nicht mehr an. Pointe nach oben, einatmen, so lang wie dein Einatmen dauert. Flex, aus. Überstreck die Halswirbelsäule nicht, lieber ein wenig Doppelkinn. Ein, nach oben, aus tief. Ein, nach oben, aus tief. Noch dreimal so. Ein, nach oben, langs. Jetzt leg dein Bein ab, pointe den linken Fuß und gleiche Übung links. Langsam einatmen nach oben, ausatmen tief. Spann deine Mitte an, lass den unteren Rücken so gut es geht am Boden. Ein hoch. Noch dreimal in deinem Tempo. Die ganze Einatemzeit führst du dein Bein nach oben, ausatmen tief. Ein letztes Mal nach oben. Lass dein Bein oben. Hol das rechte dazu. Jetzt darfst du gern deine Hände in den unteren Rücken geben, damit du den Kontakt
zum Boden nicht verliest. Wir gehen mit beiden Beinen tief. Jeder geht so tief, bis der untere Rücken sich vom Boden abhebt. Nein, bevor sich der untere Rücken vom Boden abhebt. Wenn er sich abhebt, bist du schon zu weit gegangen. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Aus tief. Sehr gut, noch dreimal. Ein. Und aus. Noch zwei. Und aus. Ein letztes Mal. Ein nach oben. Langsam, 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 langsam. Flex und ganz super Zeitlupe nach oben. Und dann darfst du ablegen. Langsam. Leg dich. Sehr gut. Nimm die Arme raus. Nimm die beim nächsten Einatmen, die Arme nach oben. Zieh dich lang, rechts, links. Ganz lang, zieh dich lang. Du hast es geschafft für heute. Jetzt zieh beide Hände und Füße in die Länge beim Einatmen. Einatmen, Länge, Länge, einatmen. Heb die Füße weg, die Hände weg. Atempause. Ausatmen, fallen lassen. Mach mal noch dreimal. Einatmen, Länge, Länge, Länge. Länge, Länge, heben. Atempause. Wechsle die Richtung. Bleib in der Mitte. Nimm deine Arme, Höhe der Schulter zur Seite. Nimm deine Knie auf Höhe vom Becken. Kipp deine Beine zur rechten Seite. Wenn du magst, blick zur linken Hand. Genieß die Rotation und atme ganz ruhig. Wer mag, streckt das obere Bein, fasst die Zehe. Nur wer mag. Zwei Atemzüge. Beim nächsten Einatmen lass dein Bein los. Bring zuerst den Kopf zur Mitte
Dann die Beine, wechsle die Seite. Kipp die Beine auf Hüfthöhe zur anderen Seite. Der Kopf geht nach rechts. Atme tief ein und aus. Genieß die Dehnung und wer mag, streckt auch hier das obere Bein. Versuch die Schulter am Boden zu lassen, ganz locker. Noch zwei Atemzüge. Zuerst den Kopf zur Mitte, löst das Bein, komm in Rückenlage, umfass deine Knie, zieh sie hier beim Ausatmen, schieb sie weg beim Einatmen, aus zu dir her, ein von dir weg, aus. Und beim nächsten Einatmen mit Schwung nach oben zum Sitzen. Entweder Schneidersitz, Fersensitz oder in deinem Helm. Atme ein über die Seite. Atme aus. Bring nochmal einen weiten Bogen in die Schulter. Ein nach oben, ausdrehen, spür, wie entspannt deine Wirbelsäule und deine Schulter jetzt ist. Ein, schließ die Hände, mach nochmal einen runden Rücken. Ein nach oben. Komm rund. Ein nach oben. Öffne die Hände. Atme ein nach oben. Schließ die Hände. Bring deine Daumen zwischen deine Augenbrauen zum Mund, zu deinem Herz. Namaste, ich verbeuge mich. Und bedanke mich bei euch. Wie gesagt, gerne Feedback geben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.